als ich erwartet hatte. Das darf doch alles nicht wahr sein. Wir müssen noch die Beerdigung organisieren, uns um das Geschäft kümmern und jetzt auch den ganzen Laden hier aufräumen. Hier ist es kaum auszuhalten. Der Tod hängt noch in der Luft, das spüre ich. Wir müssen diesen Laden so schnell wie möglich wieder loswerden. Oh, riposa in pace, zio Antonio. Apropos Antonio, was ist eigentlich mit unserem Neffen Marco? Und wo bleibt Grazia? Die wollte noch aus dem Internat abholen. Jetzt, wo der einzige Familienmann ist. Marco als Mafia-Boss? Er sollte doch Priester werden. Nur deshalb haben wir ihn zu den ehrwürdigen Schwestern vom heiligsten Herzen Marien geschickt. Bei der von Leichnamsprozession hat er immer den schönsten Blumenaltar geschmückt. Sag ich doch, er ist komplett unbrauchbar. Im Gemeindechor. Ein Engel. Ich dachte immer, später ziehe ich mal als Haushälterin zu ihm. Unschuldig. Bei Männern etwas so sympathisch. Ich hoffe, Gott steht uns bei, jetzt, wenn wir uns um ihn kümmern müssen. Keine Sorge, hier sind wir schon. Marco, mein Lieber! Wie geht es dir? Ich hoffe, du hast im Kloster keine Andacht verpasst. Hat Grazia dir alles erzählt? Du meinst, dass sich unser lieber Familienanwalt Massimo Mancini, der Konziliere... Gott verfluche ihn! ...seit einiger Zeit heimlich selbstständig gemacht hat. Und gestern alle Männer unserer Familie mit ein bisschen Beton im Hafen versenkt hat, nachdem er sie kalt gemacht hatte. Ja, das hat sie mir gegenüber am Rande erwähnt, nachdem sie sich 20 Minuten lang über die Fehlleistung ihres Friseurs und die Prohibition beschwert hat. Was hast du? Prioritäten halt. Wie auch immer. Wir haben jetzt ernsthafte Themen zu besprechen, wenn nur noch wir vier übrig sind. Wie machen wir hier weiter? Also ich werde nach wie vor keinen Finger rühren. Mein Ausflug heute war schon viel zu viel für mich. Meine Ressourcen sind erschöpft. Oh, Schwester, irgendwann wird der liebe Gott auch dich für deinen lasterhaften Wandel bestrafen. Oh, geh beichten und vermies uns hier nicht die Laune. Oh Mann, manche Dinge ändern sich nie. Bei der Top-Stimmung bin ich gern gekommen. Ich bin jedenfalls bereit und jetzt, wo ich schon mal da bin, können wir direkt die offiziellen Dinge regeln. Als letzter Mann werde ich Chef der Familie, übernehme das Geschäft und regle alles. No, mein Lieber. Du machst erstmal Heilplan. Wir sind hier die Erfahrenen und Älteren. Was soll das denn heißen? Ich dachte, Alter ist nur eine Zahl. Ups, das hat er von mir. Das habe ich zu ihm gesagt, als er fragte, warum ich die Haare färben lasse und immer noch jeden Mann anflirte. Ja, aber dann sag mal, Tante Francesca, was ist denn dein ach so schlauer Plan? Wollt ihr euch dem Konziliere unterwerfen? Ihr könnt das Geschäft doch wohl kaum als Frauen weiterführen. Oder macht ihr daraus einen Beauty-Salon mit angeschlossener Rosenkranzandacht? Denkt mal nach, dann werdet ihr das schon begreifen. Ich schau mal, ob ich in der Küche was zu essen finde. Jetzt werde ich aber ein bisschen wacher. Das ist doch echt eine Idee. Also das Geschäft, nicht die Rosenkranz. Was? In keiner anderen Familie lassen Frauen ran. Dort stehen Frauen für Reinheit und das Gute im Leben. Die Männer kümmern sich um die Drecksarbeit. Muss ja auch jemand machen. Aber das ist unsere Chance. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Das geht nicht. Dann versündigen wir uns vor dem Herrn. Aber genau das doch das Gute. Sind wir ehrlich, wenn wir Marco das Geschäft überlassen, dann überleben wir hier doch keine drei Tage. Ich würde sagen, jetzt sind wir mal dran. Sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. If you go back, we don't need any help from you. We don't depend on your advice. From now, we're gonna run this business on our own.
Lesung. Ran an die Arbeit, meine Sorelle. Marco, Schatz? Wie kann ich mitmachen? Kannst du uns was zu trinken bringen? Ich hasse Emanzipation. Also, meine Damen, wir müssen das Geschäft so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringen und dafür brauchen wir nun mal eine neue Einnahmequelle. Womit wollen wir es versuchen? Meine lieben Schwestern, ich bin mir sicher, der Herr wird uns beschützen. Wir könnten im Frauenkreis der Gemeinde um Spenden bitten. Oh. Also ich wäre ja für das, was am meisten Geld bringt. Prostitution! Nein! Du weißt, was die heilige Mutterkirche von solchen unzüchtigen Aktivitäten hält. Grazia, wir sind jetzt selbstständige Frauen. Das ist doch völlig unter der Würde unserer Familie. Ihr seid doch nur verklemmt. Ich dachte da vielmehr an einen Begleitser. Der Kunde bezahlt für eine kultivierte Abendbegleitung, geistreiche Konversation und, naja, wenn es sich ergibt, dann... Nein, nein, wir brauchen ein ernstzunehmendes Gewerbe. Das sag ich doch. Es ist immerhin das älteste Gewerbe der Welt. Madonna Santa, ich hole dich den Exorzisten. Dann Gloria, erleben, beruhig dich. Ich finde, Dienstleistungen gehen in die richtige Richtung. Ich habe gehört, sowas macht sich gut in letzter Zeit. Wie wäre es mit Kurzgelderpressung? Vom Standpunkt des moralischen Sittenkodex her gesehen, absolut. Egal. Gut, dann ist das ja jetzt beschlossene Sache. Und wie soll das gehen? Ganz einfach. Wir laden die Besitzerin vom Café nebenan zu uns ein und überzeugen sie von unserem Geschäft. Hey, lass mich da mithelfen. Nein. Das ist nichts für dich. Du bist viel zu ehrlich. Du würdest direkt eine Pachtgebühr fordern, dann wüsste sie alles. Und du hättest es vergessen. Du gehst in die Küche und bleibst da. Buonasera, Signora Pina. Buonasera, die Damen. Mein herzliches Beileid zu Ihrem Verlust. Aber wieso haben Sie mich hierher gebeten? Wir haben Sie eingeladen, um Ihnen ein geschäftliches Angebot zu machen, das Sie kaum zurückweisen werden. Sie wissen, wie schlecht die Welt ist. Es gibt so viele sündhafte Menschen. Ich glaube, ich weiß mich zu wehren. Man kann nie vorsichtig genug sein. Machen Sie sich denn gar keine Sorgen um Ihre Gesundheit? Eigentlich nicht. Ich esse viel Obst und mache regelmäßig Yoga. Ja, verdammt nochmal, Sie werden von uns gerade Schutzgeld erpresst. Ach, das läuft hier. Was seid ihr denn für eine Kindergartengruppe? Also, von Erpressung halte ich schon mal gar nichts. Außerdem habe ich bereits eine Schutztruppe. Massimo! Ja, Pina, was gibt's? Oh, du Bastard! Was so du bist doch so Ach nein, wen haben wir denn da? Die Überreste der Familie Simonetti. Ich dachte, wir hätten die ganze Familie abgemurkst. Dafür wirst du Buße tun. Ich glaube kaum, meine Liebe. Euer Versuch, in die Fußstapfen eurer Männer zu treten, war jedenfalls erbärmlich. Warte bloß! Da müsst ihr schon ein wenig früher aufstehen. Wie sagt man so schön? Primo arrivato, primo servito. First come, first serve. Passt auf euch auf. Und bis dahin, versucht es erst gar nicht mit dem Geschäft. Frauen gehören da einfach nicht hin. Adesso mi basta, mir reicht's. Das war nicht nur der peinlichste, sondern auch der gefährlichste Auftritt meines ganzen Lebens. Was hast du dir dabei nur gedacht? Die haben mir so weh getan. Also ich hätte was anderes... Oh, lass es. Ich will es gar nicht hören. Sieh zu, dass du abhaust.
und komm erst wieder, wenn du was drauf hast. Oder so Muskeln hast, wie diese beiden Gorilla. Meinetwegen, kümmere dich um das verranzte Restaurant hier. Das ist so hoffnungslos wie du. Wenn du dich nützlich machen willst, dann kannst du unser Geld waschen. Dich den ganzen Tag Zahlen auszudenken, das solltest sogar du hinbekommen. Nein, was soll ich Möge denn Gott hier? Mit das dir ist sein. Doch und sieh zu, dass was aus dir wird. Woher soll ich denn wissen, wie sowas läuft? Ich kann doch nichts dafür, dass ich immer der Kleinste war und mich niemand mitgenommen hat. Stattdessen haben sie mich zu den Nonnen aufs Internat geschickt. So viel zum Thema Spirit. Gemeinschaft macht uns stark. Guten Abend, willkommen im Tavaglia Rossa, was darf es denn sein? Numero due, bitte. Womit sind die Conchiglioni Ripieni denn gefüllt? Das weiß ich doch nicht. Das sind die Nudeln von gestern mit der ersten Fertigsoße von rechts in der Speisekammer. Okay. Dann hätte ich doch gern die Paccheri con Salsa. Welche Soße gibt's denn dazu? Jetzt stell dich doch nicht so dumm an. Das ist eben die zweite Fertigsoße von rechts in der Speisekammer. Oh. Ach so. Was soll's? Der Kanister ist gerade leer. Ach bitte, das macht doch nichts. Falls dich interessiert, ich bin übrigens dein neuer Chef. Ach, dann kriegst du eben die erste Fertigsoße. Na, das war ja mal ein schöner Start. Wie es hier aussieht. Dabei haben meine Tanten hier früher doch mal so schöne Sachen gekocht. Ein paar von deren Gewürzen müssten doch noch in der Speisekammer zu finden sein. Und wenn man mal ein bisschen umräumt, sieht das gleich richtig schick aus. It is time for a shake-up. Look at me wake-up. Taking control. This is a new beginning. My gears are spinning. Let's rock and roll. That I may be the hero who reinvents the heel. I may be facing the impossible. I may be chasing up to miracles. And there may be the steepest mountain to overcome. But this is step one. This is step one. Yeah, this is step one. This is step one. You, I had it in me. Let me begin. This could go. I've got knowledge to know. Don't stop the show now. Don't stop the flow. Just put one foot onward and forward. Yeah. I used to live in limbo, never dying to begin. But now I'd sink or swim, so I better dive right in. I may be facing the impossible. I may be chasing after miracles. That may be the steepest mountain to overcome. But this is step one. It's not just a restaurant. This is my family. No one's gonna shut us down. I may be facing the impossible. I may be chasing after miracles. And that may be the steepest mountain to overcome. I may be facing the impossible. I may be chasing after miracles. And that may be the steepest mountain to overcome. But this is step one. Ich glaube,
glaub's nicht. Seit deiner Renovierung muss ich wieder richtig arbeiten. Wer hätte gedacht, dass frische Zutaten und alte Familienrezepte solch einen Unterschied machen? So viel los war jedenfalls schon lange nicht mehr. Aber wir könnten noch viel mehr Gäste vertragen, damit der Laden richtig was abwirft. Hier fehlt das gewisse Etwas. Wir bräuchten eine Besonderheit, die Leute anzieht. Zerbrich du dir ruhig den Kopf, ich hab zu tun. Herzlich willkommen im Tavaglia Rossa, was darf's denn sein? Oh, ich hätte gerne den Besitzer. Bitte? Ich hätte dem Besitzer ein Angebot zu unterbreiten. Dass er nicht ablehnen kann, meinst du? Na gut, Schätzchen, ich will's versuchen. Sie wollten mit mir sprechen? Sie haben den Laden hier wirklich aufgehübscht. Aber da fehlt das gewisse Etwas. Da ist keine Musik in der Luft. Das stimmt, aber wo bekommt man denn sowas her? Nun, Sie haben heute das Vergnügen, mich kennenzulernen. Bestimmt, aber was... Geben Sie mir einen Abend, eine Bühne und drei Mikrofone und ich verspreche Ihnen, der Laden wird eine ganze Woche lang ausgebucht sein. Die Kunden werden Ihnen das Geld geradezu hinterherwerfen. Also wenn Sie das schaffen, stelle ich Sie sofort ein. Das hoffe ich doch. Die Wette gilt. Summer nights, midnight.
war Weltklasse. Ich weiß. Wie war der Name nochmal? Mary. Ah, das würde Tante Gloria gefallen. Und? Habe ich die Wette gewonnen oder nicht? Natürlich. Ab morgen kannst du ja anfangen. Du bekommst 2 Auftritte täglich. Einen abends und einen um Mitternacht. Ist das für dich machbar? Bei entsprechender Bezahlung, natürlich. Oh, eine Sache noch. Ja. Sie haben mir Ihren Namen gar nicht verraten. Sag einfach Marco zu mir. Nun, Marco, es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Mir auch. Wo bleibt das Weibsbild denn? Bestimmt hat die Tussi sich schon wieder irgendwo festgequatscht. Frauen. Guten Abend. Wir erwarten Ihren Bericht, Agentin. Ist Ihnen gelungen, sich einzuschleusen? Es lief alles wie geplant. Marco hat mich eingestellt, ohne Verdacht zu schöpfen. Dann haben sich unsere Bemühungen gelohnt. Nach der Schießerei kürzlich ist es umso wichtiger, Informationen über die Familie aus erster Hand zu bekommen. Insbesondere, wer die zwielichtigen Geschäfte leitet, sollen Sie in Erfahrung bringen. Ich habe einige Informationen über die diffuse Familienstruktur des Clans gesammelt. Das ursprüngliche Familienoberhaupt, Don Franco Simonetti, hatte 2 Söhne. Der jüngere Bruder hat seine Stiefschwester geheiratet und mit ihr 2 Kinder gezeugt. Diese wiederum. Ach, verdammt, Mary! Das wissen wir doch schon längst alles. Dann wissen Sie sicherlich auch, dass nur noch ein männlicher Nachkomme übrig ist. natürlich, wie war sein Name noch gleich? Na, Marco Simonetti, der nun das Restaurant leitet. Na klar. Der jedenfalls hat 3 Tanten mütterlicherseits. Diese Tanten... Ich dachte, es ging seiner Mutter? Nein, um die 3 Tanten mütterlicherseits. Heißt das nicht 2. Grades? Verdammt nochmal, Mary, hat Ihnen keiner beigebracht, sich klar auszudrücken. Sie faseln wie eine Bescheuerte. Meine Herren, reißen Sie sich welche Tanten geht's jetzt? So. Es sind noch 3 Schwestern übrig. Diese 3 Schwestern haben einen Neffen namens Marco. Marco gehört das Restaurant. Wenn die 3 Schwestern also seine Tanten sind, dann beweist das eindeutig, dass die 4 zur selben Familie gehören. Kolossal kombiniert, Herr Kollege. Vermutlich haben die 4 gemeinsame Sache gemacht und dem Rest das Licht ausgeknipst, um das Geschäft an sich zu reißen. Gibt es Beweise, die darauf hindeuten? Ich konnte bisher noch nicht näher an die Tanten herankommen. Was mit dem Neffen? Vielleicht können Sie ihn ja ein wenig bezirzen. Wie bitte? Na, das Holz vor der Hütte präsentieren, sich 1-2 Mal bücken, dann haben Sie den doch in der Tasche. Meine Herren... Wenn Sie das wünschen, werde ich es versuchen. Dann erwarten wir beim nächsten Mal ein paar saftige Informationen. Details. Jawohl, meine Herren. Also bitte, ihr 2, so kann das doch nicht weitergehen. Wir müssen hier dringend weitermachen, sonst haben wir bald wirklich ein ernsthaftes Problem. Es kann doch nicht sein, dass dir alles zu gottlos ist und dir nichts anderes einfällt, als unsere Körper zu vermarkten. Francesca, du hast aber auch keine Eingebungen, die uns weiterbringen, oder? Ich will doch nur, dass das Geschäft wieder läuft und wir, wie unsere Vorfahren, erfolgreich sind und davon leben können. Du merkst es selbst, oder? Wartet! Aber apropos Vorfahren, erinnert ihr euch noch an diesen geilen Cousin, Giuseppe? Nonno hat sich da an Weihnachten so darüber beschwert, dass er seit Jahren zu keinem Familientreffen mehr auftaucht und kein Geld einbringt, obwohl er angeblich
bis zum Hals darin badet. Ich weiß nicht, wen du meinst. Davon gab es viele. Aber an den müsst ihr euch bestimmt erinnern. Ich habe mich mal erkundigt und schlau gemacht. Der hat drüben in Westchester eine Whisky-Destillerie betrieben und hat am Anfang der Prohibition unglaublich viel Geld damit gemacht. Dann hat er aber zu viel probiert und fiel aus. Und jetzt ist der Laden heruntergekommen. Nicht schlecht, Grazia, nicht schlecht. Du meinst also, wir sollten seinem ehemaligen Arbeitsplatz mal einen Besuch abstatten und uns dort breit machen? Mhm. Wow, das ist echt gut. Ach, was soll's. Wenn wir jetzt nicht erwischt werden, dann hat es der Herr so gewollt. Ha, selbst du musst zugeben, dass die Idee gut ist. Und wenn wir den Geschäftszweig wieder zum Laufen bringen, dann haben wir genügend Geld für alles Weitere. Das wäre wirklich grandios. Hallo, auch mal wieder da. Wie schön, euch wiederzusehen. Wobei die Freude nicht ganz beiderseitig zu sein scheint. Wen habt ihr denn da mitgebracht? Hey, du da! Wie immer du heißt, wenn du der Chef des traurigen Rest eurer Familie sein willst, pass besser auf die Wachteln hier auf. Die haben sich in der Stadt verirrt, sind bei unserem Boss aufgetaucht und haben wirres Zeug gefaselt. Ich habe sie nach Hause fahren lassen, weil ich nicht wollte, dass sie in diesem Zustand allein in der Stadt unterwegs sind. Wo es doch so viele gemeine Schweine gibt. Wir sind immer nett zu Damen. Jetzt hört mal zu, ihr Armleuchterin. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Das ist jetzt mein Geschäft. Und das lasse ich mir nicht von einem Haufen alter Besen, Betschwestern und beschwipsten Infomanen aus der Hand nehmen. Und ihr wisst ja, primo arrivato, primo servito. Ihr habt einfach nicht die Manpower zu sowas. Seid froh, dass ich euch nicht aus diesem Loch hier herauswerfe, wo ich doch gar nicht weiß, was ich damit soll. Dann könnt genauso gut ihr darauf aufpassen. Und am Ende des Monats wird das Schutzgeld fällig. Macht hier lieber ein bisschen sauber, anstatt raus auf die Straße zu gehen. Vielleicht kriegt ihr ja wenigstens das hin. Hier hat sich noch nie jemand beschwert. Das war so demütigend. Aber danke fürs Fahren.
Oh, kaum zu fragen, wie euer Versuch lief, das neue Imperium der Familie Simonetti zu errichten. Also gut, erinnerst du dich noch an Cugino Giuseppe? Oh, der mit der Whisky-Destillerie drüben in Westchester? Ja, der. Ein Mann voller Sünden. Bleib bei der Sache. Ja, weil er sich also vor einiger Zeit aus Gesundheitsgründen und mit seiner neuesten Schlampe irgendwo ins Nirgendwo verzogen hat, sind wir dorthin. Ich sag's ja, nur Sünden. Weil er also jetzt ein besseres Leben lebt und Alkohol immer die Lösung haben wir uns auf den Weg zur Destillerie gemacht und wollten sie übernehmen. Klingt gut. Oder nicht? Ja, du hast es. Rate mal, wer da war, alle Schlösser ausgetauscht hat und uns zuvorgekommen ist. Der Consigliere. Der mal wieder schneller war. Primo arrivato, primo servito. Oh, dann heitert euch vielleicht mein Erfolg im Restaurant auf? Die Ironie kannst du dir sparen. Wir wurden für heute schon genug gedemütigt. Bleib du bei deinen Kaufmannsladenspielchen und wir kümmern uns darum, dass das Geld wieder fließt. Aber ich habe eine neue Sängerin, die ist wirklich... Lass es. Wir brauchen unsere Kräfte jetzt für das ernste Geschäft. Nein, was soll ich denn hier? Dann verrate mir aber wenigstens, wo eure alten Kochbücher versteckt sind. Zeig dir mir vielleicht ein paar Rezepte. Kümmer dich selbst drum, wenn du unbedingt willst, die liegen im Keller oder so. Kannst damit machen, was du willst. Wir müssen uns jetzt um Wichtigeres kümmern. Ich weiß, unsere ersten beiden Versuche liefen nicht so gut, aber aller guten Dinge sind drei, oder? Wir müssen doch bloß einmal schneller sein als der Consigliere. Ich weiß nicht. Wie gut hat das bisher funktioniert? Dio mio! Das ist der Herr, der uns straft! Wir müssen beichten gehen! Ich glaube, wir sind alle verflucht. Moment, wozu brauchen wir eigentlich Brennerei? Na, für den Alkohol! In den dunklen Zeiten der Prohibition brauchen die Menschen eben ein bisschen Abwechslung von den Herren des Alltags. Das sehe sogar ich ein. Nein, nein, ihr versteht mich falsch. Wir brauchen die Brennerei gar nicht, wenn wir den Spirituosen einfach hier selbst herstellen. Das macht ihr dann aber außerhalb der Öffnungszeiten. Okay, wenn ich dadurch billig an Hochprozentiges komme, ist es den Versuch wert. Hey, wir versuchen hier gerade die Ehre unserer Familie zu retten. Aber gut, dann probieren wir das mal aus, bevor wir noch all unsere Hoffnung in den da legen müssen. Das war großartig vorhin, mal wieder. Dankeschön. Mary, hey, warte noch. Was ist denn? Ich wollte dir einfach mal danken. Seit du hier bist, ist der Laden so voll wie noch nie. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Du bist selbstbewusst, liebenswert, lustig und unglaublich talentiert. Ich kann mir das Restaurant nicht mehr ohne deine Stimme vorstellen. Danke, aber... ohne dich würde der Laden doch hier keinen Tag lang funktionieren. Der Laden hier ist eigentlich meine Bestrafung. Normalerweise waschen wir hier nur die Kohle, als ob es gerade Geld zum Waschen gäbe. Und ich verdiene jetzt mehr, als die anderen Geschäfte je eingebracht haben. Aber davon bekommen diese drei Furien nicht mal was mit. Die sind viel zu beschäftigt mit Schwarzbrennen. Aber das ist doch absolut illegal seit der Gesetzesänderung. Und ob, aber deshalb verdammt profitabel. Nur von deren Gesetz wird man wohl eher blind. Und warum schuftest du denn hier Tag und Nacht? Wieso erlaubst du deiner Familie, dich so herumzukommandieren? Sie sind schließlich meine Tanten und dazu noch die einzigen, die übrig sind. Das ist wohl Familienliebe, aber manchmal würde ich die drei am liebsten erwürgen. Das klingt nicht sehr nach Liebe. Ist es nicht das, was die Liebe ausmacht? Trotz allem füreinander da zu sein? Sind sie denn für dich da? Naja, schon. Nicht jetzt im Moment. Aber wenn es drauf ankäme. Du bist für deine Tanten bloß der Fußabtreter. Reicht dir das im Leben? Oh nein, ich habe schon höhere Ansprüche.
Zum Beispiel, wenn es um die wahre Liebe geht. Die Liebe, die man sich aussuchen kann. Ich finde zum Beispiel, man sollte sich nur verlieben, wenn eine tolle Geschichte hinter dem ersten Treffen steckt. Schließlich muss man sie ja tausendmal erzählen. Genau. Wenn wir uns verlieben würden, hätten wir fast die perfekte Geschichte. Moment, wie bist du jetzt da gelandet? Würden wir uns verlieben, wäre die Geschichte perfekt. Perfekt zum Erzählen, findest du nicht? Würden wir uns verlieben, wäre mein erster Satz. Würde man uns danach fragen, erzähl du es, Schatz? Und dann würdest du sagen, nein, erzähl du es, Schatz. Und dann würdest du erzählen, wie ich dich einfach um den Finger gewickelt habe. Ja, so einfach mache ich es dir jetzt auch nicht. Trinken wir noch was? Oh, ich muss leider weiter. Ich habe schon... Wo musst du denn jetzt noch hin? Ich habe eine Verabredung mit meinen Freunden. Ein Gläschen. Ich wäre beleidigt, wenn du nicht probierst. Meinetwegen. Weil du es bist. Auf den erfolgreichen Abend und deine großartige Performance. Und auf dein überragendes Management. Oh, wow, das ist gar nicht mal so gut. Was soll das denn heißen? Da hat wohl jemand keine Ahnung von der Materie. Und das wurde jemand ganz schön schnell beleidigt. Bin ich nicht. Und? Was? Was würdest du sagen, wenn man uns nach unserer Geschichte fragen würde? Ich würde sagen, eines Tages kam ich in diesen Laden, wollte eigentlich nur fragen, ob wir Arbeit für sie haben. Kleines Geld, ein Dollar Stundenlohn. Ich war äußerst knapp bei Kasse. Hast du ausführlich betont? Hat sich gelohnt, denn dann brachte sie den Laden hier in Schwung. Das ist mir wirklich gut gelungen. Vielen Dank. Sie war wirklich meine Rettung. Das stimmt nicht ganz. Oh, doch. Das ist nur seine Perspektive. Wir schafften es gemeinsam und auf einmal war da Liebe. Findest du nicht? Würden wir uns verlieben, schrieb man neue Gedichte über den Anfang der perfekten Geschichte. Es ist schon spät, ich danke dir für den Abend. Dein Whisky war gut, sogar besser als erwartet. Ach, Mary. Bitte sag nichts, kann ich länger bleiben, würde ich gern, aber... Aber was? Ich muss jetzt wirklich los, das war wunderschön, wir wiederholen das. Gerne, pass auf dich auf. Was mach ich? Ja, nur ich hab eine Mission, der hätte ich ein großes Problem. Aber ich fürchte, dafür ist es zu spät. Würden wir uns verlieben, ich kann es nicht, wäre die Geschichte perfekt. Liebe lässt perfekt zum Erzählen und sie vertraut. Findest du nicht? Würden wir uns verlieben, würden wir uns verlieben.
sehr perfekte Geschichte. Guten Abend. Es gibt wohl etwas, von dem ich Ihnen berichten muss. Na, endlich! Heraus damit! Offenbar betreiben Francesca, Gloria und Grazia Simonetti im Geheimen eine Schwarzbrennerei. Nein! Doch! Oh! Kommen Sie schon! Die alten Schachteln! Sie verstoßen ganz sicher gegen das Prohibitionsgesetz. Das hat Marco mir unbedacht verraten. Der ist aber nicht darin verwickelt. Donnerlitschen, drei alte Damen. Natürlich, das ist die perfekte Tarnung. Nur deshalb sind wir den Simonettis nie auf die Schliche gekommen. Blitzgescheit, Geschlussfolger, Herr Kollege. Bei unserem Ermittlungsverlangen hätten wir jeden gewöhnlichen Ganoven selbstverständlich schon längst eingebuchtet. Wahrscheinlich regieren diese Omis die ganze Unterwelt der Stadt. Dazu sind sie wohl eher nicht in der Lage. Ich vermute hauptsächlich Kleinkriminalität. Alkohol, Schmuggel, vielleicht Erpressung. Nichts Gravierendes. Vermutungen interessieren uns nicht. Vergessen Sie nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Auf dem Parkett, auf dem Sie singen, lagen vor kurzem noch Leichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marco und seine Tanten dafür verantwortlich waren. Die Schwierigkeit bei einer Coverarbeit ist, nicht zu vergessen, wer Sie eigentlich sind. Lassen Sie sich keinesfalls von persönlichen Neigungen beeinflussen. Haben Sie das verstanden? Selbstverständlich. Ich bin wirklich gespannt. Wie hast du dir das vorgestellt? Ich hinterfrage einfach nicht, wo du diesen Vorrat her hast. Früher haben die Männer immer Whisky gebrannt, aber den trinkt doch heute keiner mehr. Was ist dein Plan? Plan? Nee, den habe ich nicht. Wir überlegen zusammen. Teamwork makes the dream work. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Jetzt überleg doch mal, was trinkt man denn heutzutage so? Ich bin für Wein. Nein, hinter Wein steht ehrliche Arbeit. Denk an deine italienischen Vorfahren. Sie haben den Wein selbst nach Nordeuropa gebracht. Gut, dann nicht. Vielleicht ganz einfach? Nein, Wodka ist nur was für die Komasäufer am Samstagabend. Dann eben etwas Edleres. Nee, Grazia, wenn wir das Zeug unter die Leute bringen, dann haben wir einmal Kundschaft. Und danach nie wieder. Oh, viel zu Feuer, das Zeug. Oh, Kit. Ja, Stroh 80. Ja, das ist gut. Na klar, dass ich nicht drauf gekommen bin. Gin. Gin ist immer die Lösung. Wow, ich bin begeistert. Das könnte ja was werden. Dann an die Arbeit, an die Amo. Okay, ich hol den Destillierkolben für den Wacholderschnaps. Mhm. Oh, stopp! Hauptkommissar Walter und Kaiser, komm! Guten Abend, die Damen. Wir kennen uns ja. Guten Abend! Unser Beileid zu Ihrem Verlust übrigens. Sie scheinen ja sehr fröhlich bei der Sache zu sein. Das sind wir. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Weshalb sind Sie hier, falls Sie die Frage gestatten? Aber natürlich. Wir wollten Ihnen einen Besuch abstatten. Uns? Ah. Nun ja, Sie sind eben zu... Ganz richtig, genau wie mein Kollege sagt. Ach, sag bloß, Sie wissen auch von der außerordentlichen Bedeutung der
Zahl 3. Was ein Zufall! Genau darüber haben wir uns gerade unterhalten! Ja, wirklich? Ja. Ja. Das würde mich jetzt aber sehr interessieren. Ahne aber gerne, der Herr. Wir sind von der Kongregation zur Verehrung der Dreifaltigkeit für ehemalige Nonnen im Dienst der Alkoholprohibition. Wir glauben an den Staat und an den Herrn. Sie sind doch hoffentlich im Auftrag beider unterwegs. Darf ich Sie zu unserem nächsten Treffen einladen? Warten Sie, ich gebe Ihnen direkt ein Traktat mit. Darf ich Ihre Daten aufnehmen? Wie viel muss ich monatlich spenden? Zusätzlich zu Ihrem monatlichen Mitgliedsbeitrag? Wollen Sie ein Missionarsamt kandidieren? Spüre es. Der Herr will es so. Ich denke, wir müssen dringend weiter. Ja. Oh, vielen Dank. Ja. 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 Genau, Pepper Wording. Nein, nein, mir reicht's. Schluss mit deinem illegalen Getue, Grazia. Einfach Schluss. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Hey, was soll das? Vor 5 Minuten wart ihr alle hellauf begeistert und habt mich für meine Ideen gefeiert. Und jetzt auf einmal wälzt ihr die ganze Schuld auf mich? Das ist doch jetzt typisch. Was kommt als nächstes? Lasst mich raten. Unterstellst du mir jetzt auch noch, die Kommissare selbst bestellt zu haben, weil sie so gut aussehen? Oh, ganz vorsichtig, Fräulein, da haben wir es wieder. Du übertreibst maßlos. Und das auf meine Kosten. Was ist dein Problem? Ich glaube, es wird Zeit, dass dich mal jemand von deinem hohen Ross herunterholt. Du bist nämlich der Grund, warum unsere ganze Familie, alle Generationen, die mit viel Liebe, Hingabe und Durchhaltevermögen, dass all die harten, ehrlichen Arbeiter, dass all das kaputt geht, weil du dich eine kleine, in der Pubertät stecken gebliebene Rebellin benimmst. Eins ist klar. Ich werde mir von dir nichts mehr gefallen lassen. Ich habe genug von dir. Und erwarte bloß nicht, dass ich dir jemals wieder irgendetwas hinterhertragen werde. Am besten, du verschwindest so schnell, wie dich deine faulen Beine tragen, du verzogene Tosse. Hörst du nie auf zu reden, Francesca? Was soll das? Oh, jetzt wird es ja erst interessanter. Du ergreifst Partei? Steckt ihr beiden etwa unter einer Decke? Was soll das? Ein Bündnis gegen mich? Die Einzige, die hier überhaupt etwas getan hat? Oder, warte, bekommst du gerade wieder eine deiner religiösen Erscheinungen? Labert dir die allerseligste Jungfrau gerade höchstpersönlich ins Ohr? Wie bitte? Ich glaube, ich höre wohl nicht richtig. Ascolta Caramia, meine verdammte Intelligenten! Und blitzschnell! Religiösen Erscheinungen haben uns drei gerade alle gerettet. Mal abgesehen davon, dass du gerade nicht ein Wort gesagt hast, um die Kommissare loszuwerden. Ich erwarte nichts. Als Dankbarkeit. Aber nein, das wäre mir gegenüber ja viel zu viel verlangt. Boah, ich hasse euch. Beide. Hä? Und was hab ich jetzt wieder getan? Genau nichts. Das ist ja das Problem. Und Gloria, ich hätte euch beiden ja gerne mal das Kommando überlassen. Aber von euch kamen noch mal wie viele Ideen und Initiativen? Nee, wir haben's natürlich. Richtig. Keine. Halt die Klappe, Francesca! Du bist eine möchtegern Mafia-Bossin und du hast das größte Ego-Problem in ganz Italien und Little Italy zusammen! Du naive Jo! Oh. Miese Tyrannin! Die kleine Göre ist leider nicht mal lebensfähig. Was soll das? Müsst ihr mich hier jetzt mit reinziehen? Ja, du machst hier gar nichts, das ist das Problem. Familie ist alles, was wir noch haben. Dann hätte ich lieber nichts mehr. Wie kannst du es sagen? Oh no, jetzt habt ihr eure sensiblen Gefühle verletzt. Schon immer hab ich nicht nach was anderem gesehnt. Geborgenheit und jemanden. Bei Gott habe ich diese Liebe gefunden.
Marco? Harry? Wir haben 2 Uhr morgens. Die Gäste sind seit Stunden weg. Was machst du denn noch hier? Ich muss dir etwas sagen. Ich muss dir auch etwas sagen. Die Abende, an denen du nicht singst, sind die traurigsten der Woche. Ich vermisse dich, wenn du spät abends nicht mehr hier bist, weil du noch irgendwo hin musst. Ich will mit dir zusammen sein, weil ich dich mag. Ich mag dich auch, aber wir können nicht zusammen sein. Ich bin nicht die, für die du mich hältst. Es gibt da etwas, was ich dir nicht gesagt habe. Bist du verheiratet? Nein. Bist du etwa schwanger? Das ist doch kein Problem. Wir heiraten oder ich kenne einen Arzt, der regelt das. Nein, ich bin noch nicht schwanger. Bist du wirklich ein Mann? Nein. Egal, was es ist, für mich ist das kein Problem. Ich arbeite als verdeckte Ermittlerin für die Polizei und habe deine Familie seit Wochen systematisch ausspioniert. Das ist ein Problem. Wie kannst du denn für die Polizei arbeiten? Naja, der Krankenschutz und die Beamtenrente. Hast du mich die ganze Zeit angelogen? Natürlich. Zumindest am Anfang. Ich wurde hier eingeschleust, weil sie denken, ihr hättet den Rest eurer Familie umgebracht. Und das ist Schwachsinn, das weiß ich jetzt. Ich sollte dich um den Finger wickeln, um so belastende Informationen zu erhalten. Doch dann kam alles ganz anders. Du bist sanft, süß und so ehrlich wie keiner, den ich kenne. Ich weiß, dass man so eine Lüge nicht verzeihen kann. Doch was ich jetzt sage, ist die reine Wahrheit. Glaub mir, ich liebe dich. Oh. Ach, was soll's. Niemand ist perfekt. It's the
aber was ist denn hier los? Na, ein ganz normaler Abend. Da wäre, du meinst, hier sind immer so viele Gäste? Wer hätte das gedacht? Der Nichtsnutz taugt als Kellner? Restaurantmanager. Da hast du ausnahmsweise mal recht, Grazia. Oh, glaub bloß nicht, dass du dich einfach so wieder einschmeicheln kannst. Ich vergesse ganz sicher nicht, was du mir gestern alles an den Kopf geschmissen hast. Und ich habe auch jedes Wort so gemeint. Ihr zwei Streithähne seid wohl nicht fähig zu vergeben. Schnauze, Gloria! Was ist denn mit euch los? Wir streiten! Verschiebt das auch später. Es gibt Grund zu feiern. Und ich möchte euch meine Freundin vorstellen. Sie ist die Frau, ohne deren Stimme das Restaurant nicht existieren könnte. Hey, ich bin Mary. Oh, der Name zeugt von einer gottesfürchtigen, katholischen Familie. Naja, eigentlich bin ich Protestantin. Immerhin Christin! Ich bin auch mehr so spirituell. Du, die gefällt mir. Wow, dein Gesang ist so toll. Ich freue mich drauf, dich näher kennenzulernen. Wo kommst du her? Wie habt ihr euch getroffen? Erzähl du es, Schatz. Nein, du erzählst es besser. Die ganze Geschichte? Die ganze Geschichte. Sie werden es verstehen, wenn wir es ihnen sagen. Okay, es gibt da ein Problem. Ist sie verheiratet? Ist sie schwanger? Ist sie ein Mann? Nein, auf was für Ideen kommt ihr denn? Ist ja auch nicht wichtig. Wie Christus lehrt, wir müssen einander unsere Sünden vergeben. Einmal bin ich deiner Meinung, Gloria. Sie ist jetzt Familie, da gibt es kein Problem. Ich arbeite als verdeckte Ermittlerin für die Polizei und habe eure Familie seit Wochen systematisch ausspioniert. Das ist ein Problem. Oh. Marco, bist du bescheuert? Du lässt eine Politesse ins Geschäft und verliebst dich auch noch in sie? Sie wird uns alle ans Messer liefern. Beruhig dich, sie hat sich geändert. Ich muss euch die ganze Geschichte erzählen. Glaub mir, die ändern sich nie. Ich weiß noch, als ich diesen Polizisten gedatet habe. Ach, ein Prachtheft. Grazia! Jedenfalls hat er mich letztendlich für 5 Monate eingebuchtet. Siehst du? Ihr kennt sie doch noch nicht mal. Ich muss euch die ganze Geschichte... Abend, die Damen. So sieht man sich wieder. Aber oh, wer ist denn dieses Cremetörtchen? Na hör mal! Soße! Einen hübschen Laden habt ihr euch hier aufgebaut. Ein wirklich hübscher Laden. Fast so hübsch, dass er meinen Restaurants die ganze Kundschaft abnimmt. Durch ehrliche Nein! Arbeit. Nein! Einfach zuhören. Das ist ein persönliches Problem für mich. Schon seit ich klein war, bin ich ein wenig neidisch. Mein Cousin, Fredo, hatte einen Golden Retriever. Ein toller Hund. Aber er wollte mich partout nicht mit ihm spielen lassen. Das machte mich rasend, versteht ihr? Ich konnte es nicht ertragen, dass ich ihn nicht haben konnte. Ich musste diesen Hund einfach besitzen. Und als er ihn mir nicht überlassen wollte, nun ja, die Schokolade, die ich an ihn verfütterte, war wohl etwas unbekömmlich. Es versteht sich von selbst, dass ich so etwas bei diesem wirklich, wirklich hübschen Laden gerne vermeiden würde. Ihr werdet mir also die Besitzurkunde überlassen. Niemals! Diese Einstellung möchten Sie vielleicht überdenken. Und dir, Mädchen, ich kann dir zeigen, was ein richtiger Mann ist. Mir gehört diese Stadt, jeder Laden und jeder Mensch, der hier Geschäfte macht. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Massimo Mancini. Such a call.
Ich mag ungern Frauen, vor allem keine Alten oder wenn sie so hübsch sind wie diese. Ich werde euch also ein wenig Bedenkzeit gewähren. Morgen Abend komme ich mit all meinen Jungen und dann habt ihr diesen Laden entweder geräumt oder ich wische eure Reste vom Boden. Oh Gott, wir sind am Arsch. Ich sag, gottverdammte Konsiliere. Reiß dich doch einmal zusammen, Herr Gott, nochmal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Vergesst mal alle ganz kurz, was ich so über Polizeispitzel gesagt habe. Sie ist doch die Lösung. Ich. Sul serio. Francesca, ich weiß, was du vorhast, aber das kann nicht funktionieren. Kommt schon, wir lassen uns doch nicht so leicht unterkriegen. And over.
eilig einberufene Treffen. Konnten Sie weitere Aktivitäten der Wand in Erfahrung bringen? Man könnte sagen, es gab ein paar unvorhergesehene Entwicklungen. Erläutern Sie. Nun, ich muss meine Einschätzung der Sachlage revidieren. Die Damen der Familie Simonetti stecken nicht hinter dem Anschlag und den Verbrechen der letzten Zeit. Sie sind vielmehr die Opfer der kriminellen Vorgänge. Aber bei der Durchsuchung haben die drei sich mehr als verdächtig verhalten. Die konnten sie doch nicht festnageln. Nageln. Denken Sie nach. Könnten denn wirklich drei alte Schachteln eines der größten Mafia-Kartelle der Stadt leiten? Sehen Sie doch... Das hab ich doch gleich gesagt. War klar, dass Sie wieder was verbockt haben. Ihr seid einfach nicht gemacht für den Job, ihr Frauen. Frauen. Nun gut, aber wer steckt denn eigentlich dann dahin? Die Morde wurden von einem verfeindeten Clan verübt. Und der kontrolliert alle, wirklich alle kriminellen Geschäfte der Stadt. Von den drei armen alten Tantchen möchte er nur Schutzgeld erpressen und ihnen das Familienrestaurant brutal entreißen. Das klingt ja furchtbar. Gute Arbeit. Für eine Frau. Der Konziliere, der Chef der Bande, hat angekündigt, morgen Abend persönlich im Restaurant vorbeizukommen. Wenn Sie sich dort vorher mit einer Einheit verstecken, können Sie den ganz einfach... Danke, ich denke, wir beide übernehmen ab hier. Wir könnten uns dort schon zuvor mit einer Einheit verstecken und so den Anführer ganz einfach festnehmen. Großartige Polizeiarbeit, Herr Kollege! Nun, meine Damen, das ist bedauerlich. Wie es scheint, habt ihr eure Entscheidung getroffen. Oh ja, das haben wir. Massimo Mancini, wir verhaften Sie wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung. Scheiße, die Bullen! Bitte legen Sie alle Ihre Hände auf den Rücken, damit wir Ihnen Handschellen anlegen können. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Na, ihr haut ihn aufs Maul, was denn sonst? Zeit in den Bau. Ihr kleiner Familienladen ist sicher. Sie wissen ja gar nicht, wie beängstigend das war. Heilige Mutter Maria. Einfach nur klassische Polizeiarbeit, meine Damen. Wir müssen uns eigentlich entschuldigen. Wissen Sie, wir hatten zwischenzeitlich geglaubt, Sie wären die Bosse eines Verbrechersyndikats.
glaubt denn so ein Blödsinn? Ja. Was zur Hölle? Wie konnte die Polizei nur so vorbereitet sein? Wie sagt man so schön? Primo arrivato, primo servito. Massimo Mancini, wir verhaften Sie wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung. Ich glaube, das hattest du schon gesagt. Weißt du, das fühlt sich so cool an. Besuchen Sie unser Restaurant doch gerne mal. Wow, das lief ja noch besser als geplant. Mit der Verbindung zur Polizei steht uns nichts mehr im Wege. Wir können das Geschäft ganz neu aufbauen. Nein, wir können die ganze Stadt übernehmen. Auf keinen Fall. Ich hab den schon gekündigt. Ab jetzt möchte ich nur noch singen. Aber wie sollen wir denn das Geschäft aufbauen, Geld verdienen? Was ist mit der Familientradition? Verstehst du es nicht, Tante Francesca? Wir verdienen mit dem Restaurant schon genügend Geld. Eure Familienrezepte sind bekannt in der ganzen Stadt. Nein, im ganzen Land. Es ist auch eine Art der Tradition. Also mir ist es egal, ob wir unser Geld mit Pistolen oder Pasta verdienen. Hauptsache, meine Pelzmäntel werden bezahlt. Endlich können wir dieses sündhafte Dasein hinter uns lassen. Und das, meine Damen, verlangt eine Feier. Was? Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me, I said you're holding back. She said shut up and dance with me, this woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. So raise your voice and you are Stop coming in.
Es freut mich, Sie alle persönlich zu unserer zweiten Aufführung von Die Patinnen Primo Arrivato, Primo Servito begrüßen zu dürfen. In diesem Zuge möchte ich Sie, Herr Heinz, auf die Bühne bitten. Liebe Schülerinnen und Schüler, es fehlen mir ehrlich gesagt die Worte und es ist so fantastisch, was ihr hier gemeinsam auf die Bühne gebracht habt. Überzeugende Rollen, tolle Charaktere, immer in der Rolle geblieben, ganz genial. Die tollsten Polizisten, die ich jemals gesehen habe. Die interessantesten Dreierkonstellationen der Damen und Wahnsinn. Ich möchte gar nicht irgendwie einen besonders herausloben. Und wenn wir uns überlegen, wir haben 200 Schüler und fast 150 haben mitgewirkt, das weiß ich nicht, wie das war. Und herzlichen Dank an alle Musiker, die ich, wenn ich abends zum Beispiel gegangen bin, immer ewig noch geprobt habe, ob es Einzelproben waren, ob sie in der Gruppe waren, wie viel Energie und Kraft da drin steckt. Und auch an Sie, liebe Eltern, Sie haben tolle Kinder hier und wir sind jeden Tag froh, dass wir Sie unterrichten dürfen. Ganz, ganz großen Dank geht natürlich an alle diejenigen, die hier das hier so im Management unter sich hatten, die Teilrollen hatten und Aufgaben hatten und mit denen auch gewachsen sind, hier so eine, das Orchester zusammenzubringen, immer wieder zu üben und zusammenzuhalten. Die schauspielerische Leitung mit den vielen kleinen, tollen Ideen. Aber auch genauso die Technik. Ich habe heute überhaupt keinen Piep und Knall gehört, wie ich es beim gekannt habe, noch zum Weihnachtskonzert. Ganz toll. Und ja. Also, ja, ich weiß nicht, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin überwältigt und ich sage euch ganz, ganz herzlichen Dank und ich bin ganz froh, dass ich das erleben durfte. Ich kenne viele von uns Lehrern, kennen euch ja meistens über den Unterricht. Und dieses Gemeinschaftswerk ist fantastisch, ganz fertig. Und jetzt wollen wir natürlich auch nochmal alle präsentieren, die mitgewirkt haben. Und dafür bitte ich zuerst Joel Albrecht und Linda Sandretto in der Rolle der Schauspielleitungen auf die Bühne. An dieser Stelle müssen wir nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an Herrn Müller aussprechen, der uns als Kritiker, Kommentator, persönlicher Berater in zahllosen Proben beim Verfassen des Skripts von Anfang bis Schluss begleitet hat. Herr Müller kann heute leider nicht da sein. Er war bei der ersten Aufführung und eben bei den Proben dabei. Dafür waren aber ganz viele Leute dabei, die Sie gerade alle gesehen haben. Unser wunderbares Cast, die wir mit auch zahllosen Proben, unglaublich vielen Änderungen, ganz, ganz viel Perfektionismus und unzähligen Zeugs gequält haben. Deswegen von uns als Schauspielleitung an euch ein herzliches Dankeschön. Ihr wart wunderbar, wie sehr ihr mit uns gearbeitet habt. Wir haben euch lieb. Was zum Musical natürlich neben dem Schauspiel auch noch sehr wichtig ist, ist die Musik. Und dafür rufe ich einmal Marlon Göbel und Sebastian Thomas als in der Rolle der Bandleitung und der musikalischen Leitung auf die Bühne.
Also ich kann sagen, Mafia-Boss zu sein, ist bestimmt ganz cool, aber noch lange ist man kein Dirigent. Ich habe nicht nur zwei, sondern ganze 40 Knechte. Die bitte ich jetzt auch mal gerne alle auf die Bühne, weil ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ja, man sieht, sie passen fast kaum alle auf die Bühne. Es wird hier oben sehr, sehr eng. Ich möchte mich wirklich bei euch bedanken. Ihr habt den Abend so was richtig Besonderes gemacht. Ich bin wirklich stolz auf euch und es war ein wirklicher Banger heute Abend. Vielen, vielen Dank. Eine weitere Person, die hier natürlich nicht zu vernachlässigen ist, ist Herr Twardi, der uns auch immer geholfen hat, sei es bei den Arrangements. Ich konnte immer zu ihm kommen und ihm Fragen stellen zur Bandleitung. Und er wäre wirklich eine sehr große Hilfe. An der Stelle auch wirklich vielen, vielen Dank an ihn. Ja, an der musikalischen Gestaltung waren neben dem ganzen Orchester auch noch einige andere Menschen beteiligt. Marlon hat es gerade schon angesprochen, die Arrangeure. Also würde ich die und Emma Werner, da du im Publikum bist, und Anna, wenn du im Publikum bist, ansonsten auch vielen Dank an dich, mal auf die Bühne bitten, weil ihr alle Arrangements selbst geschrieben habt. Doch was wären die ganzen Lieder ohne den Gesang dazu? Deswegen rufe ich einmal Cecilia Hilgers und Ann-Kathrin Theobald als Gesangsleitung auf die Bühne. Vielen Dank. Ja, wir hatten die Ehre, nicht nur mit dem Cast zu arbeiten, sondern auch mit dem Background-Chor, den Sie im Hintergrund gehört haben. Und deswegen bitten wir jetzt einmal den Background-Chor auf die Bühne. Ein weiterer Aspekt, der vermutlich ein bisschen sichtbarer war als der Background Chor, war der Tanz. Deswegen rufe ich jetzt einmal Sophie Granitzny als Tanzleitung auf die Bühne. Zwei Blumen halten anscheinend besser. Auf jeden Fall haben Sie ja heute einige Tänze gesehen. Es war eine unglaublich große Bandbreite von Hip-Hop-Tänzen über Schlägereien bis hin zum wunderbaren Paartanz bei Time of My Life. Und das habe ich natürlich alles nicht alleine schaffen können. Deswegen rufe ich erstmal die Choreografen auf die Bühne, die mich dabei unterstützt haben.
Und da die Choreografen natürlich auch nichts ohne ihre Tänzer können, würde ich auch noch mal einmal die zahlreichen Tänzer auf die Bühne bitten. Ich denke, wir sind alle und an der Stelle, warten wir kurz. Auf jeden Fall würde ich meinen Tänzern sehr gerne danken. Sie haben unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Es gab Corona-Fälle, es gab Ausfälle, es gab das Auslandspraktikum und trotzdem sind sie immer dran geblieben. Vor allen Dingen freut es mich auch, dass wir dieses Jahr so zahlreiche, viele Jungs dabei hatten und das ist auch nicht so oft, deswegen vielen Dank. Genauso wichtig wie alles, was on top kam, war natürlich aber auch das Grundgerüst, was wir erstmal stellen mussten, was das Bühnenbild, die Kostüme und auch die Maske angeht. Dafür bitte ich einmal Bente Hofmann, Ann-Kathrin Theobald und Charlotte Mikus auf die Bühne und all die tollen Leute, die da mitgearbeitet haben. Hier möchte ich auch kurz erwähnen, dass das alles natürlich ein bisschen kostspielig ist und in dem Zuge auch mich beim Alumni-Verein und beim SEB-Förderverein bedanken, die uns dieses Jahr mit Spenden zur Seite gestanden haben, damit wir eben das ganze Tolle finanzieren konnten. Und im Namen von uns drei möchte ich mich hier einfach nochmal für die tolle Unterstützung, die wir hier von unserem Team bekommen haben, bedanken. Nochmal Applaus für alle, die auch hinter der Bühne sehr viel geholfen haben. Wo wir gerade schon bei hinter der Bühne sind, wobei es dieses Mal vor der Bühne eher trifft, ist es die Technik, die uns wirklich das alles hier auch ermöglicht hat. Ohne die wäre das hier gar nicht gewesen und gar nicht zustande gekommen. Deswegen bitte ich euch einmal alle auf die Bühne, die entbehrlich sind. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle Leute, die bei der Technik dabei waren. Es hat riesen Spaß gemacht mit euch allen, sowohl an den Kameras als auch bei der Live-Technik. Ihr habt das super gemacht heute Abend, das lief perfekt. Und ein besonderer Dank von uns geht noch an die Hausmeister, die uns unterstützt haben. Einerseits beim Bühnenbild, andererseits hier bei der Technik auch immer dabei sind, Lampen ausrichten, alles Mögliche machen die Hausmeister möglich. Also vielen Dank auch an die Hausmeister. Wo wir jetzt alle liebgemeint Knechte gesehen haben, die uns geholfen haben, das alles umzusetzen, möchte ich noch einmal das gesamte Leiterteam auf die Bühne holen, die für die Organisation und Umsetzung auch äußerst essentiell waren. Applaus
Ja, liebes Leiterteam, ich glaube, ich fange an, mich zu wiederholen, weil ich kann mich einfach nur bedanken dafür, dass ihr die Verantwortung für dieses Projekt übernommen habt und vor allem auch für die Menschen, die daran teilgenommen haben. Und angesichts der enormen, vor allem auch kreativen Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, möchte ich mich im Namen des Casts irgendwie auch ein bisschen dafür revanchieren. Wie wäre das Musical nur gelaufen mit uns als unkoordiniertem Haufen? Hätte es nicht euch 10 gegeben, könnten wir es nicht erleben. Ihr wusstet, warum der Takt gerade hinkt, wie man den Satz noch besser bringt, den Ton noch schöner singt oder meterhoch in die Lüfte springt. Danke für Geduld, Verständnis und Passion, auch für Vertrauen, Klarheit und Motivation. Beim Musical kann man vieles sein, aber man ist sicher niemals allein. Ihr wart das gewisse Etwas, die Besonderheit, die uns antrieb. Ihr seid die Killer, Queens and Kings, die wahren Patinnen und Paten dieses Stücks. Und wenn Sie und ihr fandet, dass ihr auch heute Abend die Time of Your Lives heute hattet, dann zeigt es mit einem kräftigen Applaus denen ihr es hier zu verdanken habt. Eva, Bente, Cecilia, Antti, Linda, Toilette, Bastian, Sophie und Marlon. Darf ich Sie auch, nachdem Sie die Applausordnung überstanden haben, gleich entlassen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Verpflegung vom Profi-Ausschuss des 18. Jahrgangs organisiert wurde und durchgeführt wurde, und dafür auch noch mal ein Dankeschön. Wir fordern zwar als Musical kein Schutzgeld, aber wir müssen uns auch irgendwie finanzieren, deswegen werden Sie am Ausgang eine Person finden, die mit ihren Hüten dastehen, und es wäre sehr nett, wenn Sie ihr Kleingeld dalassen können, damit eben ein so riesiges Projekt wie das Musical auch fortlaufend stattfinden kann. Und sonst wünsche ich Ihnen eine schöne Heimreise und vielen Dank, dass Sie da waren.